Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Und Camira ist direkt hier vorne. Oh, wir brauchen euren Wagen, um die Stadt zu verbarrikadieren. Die Mähne wird euch etwaige Schäden ersetzen. In diese kleine Öffnung. Was war das für ein Gespräch gerade? Ich wusste, dass Abnortarns Versuche, Frieden mit der Usurpatorkönigin zu schließen, zu nichts führen würden. Jetzt wendet sie sich Stromfeste zu. Wir müssen die Stadt schützen, was Euraxia uns auch entgegenwerfen mag. Tarn meint, ich sollte euch Meldung wegen meiner Befehle machen. So viele sind dem Ruf gefolgt. Samarak und die Wüstenwind-Adepten. Die Bewohner von Stromfeste. Sogar dieser merkwürdige Katwell. Und nun ihr, Fünfkralle, ausgezeichnet. Ich habe Dinge, die erledigt werden müssen, aber nicht genug Hände, um sie zu erledigen. Wenn ihr denn gewillt wärt... Sagt mir, was ich für euch tun soll. Die Höfe in der Umgebung sind anfällig gegenüber Angriffen. Wir müssen die Bauern hinter die Mauern holen, bevor Euraxias Streitkräfte eintreffen. Geht zum Grünblatthof und überzeugt Zasi, ihre Familie von dort wegzubringen. Anschließend werde ich euch Bescheid geben lassen, was ihr als nächstes für mich tun müsst. Okay. Wartet, Wanderin. Samarak wird euch begleiten. Okay, Samarak. Dieser will mit euch zum Grünblatthof gehen. Die Bauern waren freundlich zu Samarak, als dieser bei seiner Rückkehr bei ihnen durchkam. Er will helfen, sie zu überzeugen, in der Stadt Schutz zu suchen. Von woher kamt ihr dann zurück, Samarak? Aus dem Exil. Die Umstände zwangen Samarak, das Land, das er liebt, zu verlassen. Dieser hätte nie daran gedacht, nach Elsweyr heimzukehren. Doch hier ist er nun. Samarak wird helfen, auch wenn er es vorzieht, seine Heilfertigkeiten anstelle seiner Kampfkünste zum Einsatz zu bringen. Ich habe gesehen, wozu ihr imstande seid. Es könnte sein, dass wir eure Stärke noch brauchen, bevor all das hier vorbei ist. Samarak versteht, doch das ist womöglich leichter gesagt als getan. Als dieser seine Kampfkünste das letzte Mal einsetzte, nun, das ist nicht gut ausgegangen. Wir können dies später näher besprechen. Lasst uns nun den Bauern helfen gehen. Die Höfe liegen nordwestlich der Stadt. Der schnellste Weg zum Hof ist durch das Tor in der Westmauer. Durch das Tor? Ach so, das meint er. Also hinter uns quasi. Ja. Ich hoffe, du bist schnell zu Fuß, Samarak. Es tut mir leid, aber ich reite lieber dorthin. Moment, hier ist der Weg, ne? Fast. Meinen die das als Tor? Ich bin mir nicht sicher. So, irgendwo hier müssten die jetzt gleich kommen. Euraxische Soldaten? Ihr? Wir rechneten mit Angriffen von Osten und Süden, aber irgendwie haben sie die Stadt umzingelt. Achso, hier. Raus, Scherge der Usurpatorkönigin, bevor diese euch die Augen auskratzt. Na, die Stimme kennen wir doch. Wer seid ihr, dass ihr ohne Erlaubnis in unser Haus hineinstürmt? Halt! Diese erkennt den kräftigen Adepten, der hinter euch steht. Was wollt ihr von Zasi und ihrer Familie? War das nicht in Kenazis Rast, wo die Stimme drin war? Samarak und ich sind gekommen, um euch zu warnen. Euraxias Truppen greifen demnächst an. Das sind übrigens die, die schon draußen überall sind. Ihr müsst in die Stadt. Euraxias Truppen sind schon hier. Sie scheinen nach etwas zu suchen, auch wenn sie uns bislang in Ruhe gelassen haben. Doch der Gefährte und der Bruder von dieser, Kinaru und Hursch, sie sind immer noch auf den Feldern. Wir fliehen nicht, solange unsere Familie noch getrennt ist. Wir können nach Kinaru und Hursch suchen. Ihr würdet das tun? Habt Dank, Wanderin. Kinaru würde versuchen, sich zu verstecken. Aber ihr Bruder, Hursch, kann ein Hitzkopf sein. Und er hasst Euraxias Truppen.
Eine tödliche Kombination, wenn man sich euraxischem Stahl gegenüber sieht. Bitte beeilt euch. Passt gut auf euch auf, während wir nach euren vermissten Angehörigen suchen. Der Sohn von dieser hat vor, der Miliz beizutreten. Zasi würde ihn lieber in Sicherheit behalten, aber Kinder hören eben nie auf den Rat ihrer Eltern, ja? Ja, ich glaube, da kann jedes Elternteil ein ganz langes Lied von singen. Ihr erwähntet, dass sich euer Gefährte gern versteckt. Habt ihr irgendeinen Vorschlag, wo ich nach ihm suchen sollte? Westlich von hier liegen ein paar kleine Höhlen in den Hügeln. Wir nutzen sie als Lager, da sie selbst an den heißesten Tagen kühl und dunkel bleiben. Na gut. Ich sollte auf der Suche nach Vater und Onkel sein, nicht dieser Außenseiter. Ihr bleibt schön hier. Genau, du bleibst schön hier, wir drei machen das schon. Jetzt muss ich mir erstmal überlegen. Moment, wo ist das jetzt immer hier durch? Und einmal hier. Ah. Bleib zurück! Was war das denn für eine Aktion? Hoch, runter? Geht weg! Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Ich gehöre nicht zu Euraxias Soldaten. Zasi hat mich auf die Suche nach euch geschickt. Zasi? Ist sie in Sicherheit? Jone und Jode sei Dank! Dunkle Monde. Was für eine Katastrophe. Die Soldaten tauchten auf und trieben uns von den Feldern. Dann fingen sie zu graben an. Hursch warf einen Stein nach ihnen. Sie antworteten mit einem Pfeil. Und nun ist der Bruder meiner Gefährtin tot. Wisst ihr, wonach die Soldaten suchen? Ich habe einen der Soldaten Körperteile erwähnen hören. Was für eine grausige Arbeit. Aber auf unseren Feldern liegt niemand begraben. Zumindest nicht meines Wissens nach. Oh, Wanderin, ich habe keine Ahnung, wie Zasi die Nachricht von Hurschs Tod aufnehmen wird. Wir leben wahrlich unter dunklen Monden. Alles der Reihe nach. Kehrt auf euren Hof zurück und schart eure Familie um euch. Schafft euch danach in die Stadt. Dieser wird die Worte sprechen, um Hursch zu den Sandern hinter den Sternen zu führen. Hab Dank, Adept. Ich überbringe Zasi die traurige Nachricht. Ich dachte, wir können die Worte noch hören, aber offenbar nicht. Eigentlich schade. Okay, sprecht mit Zasi. Das heißt, dieser bleibt noch hier, dieser bleibt noch hier. Okay. Theoretischerweise könnten wir von hinten angeschlichen kommen. Fast angeschlichen kommen. Man hat uns erwischt. Wir trauern alle um Hursch, Minisa. Ich wollte gerade sagen. Achso, er ist schon da. Ja, ja, okay. Der Bruder von dieser wandelt jetzt auf den endlosen Sanden hinter den Sternen. Zasis Trauer wird nur von ihrem Hass auf Araxias Truppen in den Schatten gestellt. Trauern könnt ihr später. Ihr müsst jetzt eure Familie nehmen und sie in die Stadt schaffen. Der Bruder von dieser hätte gewollt, dass wir hier bleiben und unseren Hof verteidigen. Zasi wäre eine armselige Schwester und eine noch armseligere Matriarchin ihrer Familie, wenn sie sich nun einfach mit eingezogenem Schwanz davonmachen würde. Die euraxischen Truppen sind schon dort draußen. Ihr werdet alle hier sterben, wie euer Bruder. Aber, seid verdammt, Wanderin! Wir können uns nicht einmal einen Augenblick erübrigen, um uns um Hurs sterbliche Überreste zu kümmern. Nein, die Lebenden sind wichtiger als die Toten. Wir werden in die Stadt gehen. Doch falls diese trotzdem getötet werden sollte, verspricht sie, euch heimzusuchen. Samarak hat versprochen, sich um Hursch zu kümmern. Ihr müsst einfach nur vorsichtig sein und auf euch aufpassen. Ah, Fünfkralle. Ich habe eine weitere Aufgabe für euch. Ah, Gamira.
Ich hatte gehofft, euch zu erwischen, bevor ihr hier fertig seid. Ich muss nach Westen. Nalados Speer haben eine Reihe von Lagern unweit der Berge entdeckt, die von Euraxias Truppen aufgeschlagen wurden. Ich möchte, dass ihr Nalado und ihren Soldaten helft, Euraxias Versorgungslinien zu stören. In Ordnung, was soll ich tun? Diese Lager im Westen versorgen die Soldaten, die die Stadt eingeschlossen haben. Findet die Lager, scheucht ihre Pferde auf und steckt ihre Wagen in Brand. Nalados Soldaten werden sich alle Vorräte schnappen, die sie sich greifen können. Aber euer Ziel besteht darin, Chaos und Zerstörung anzurichten. Chaos und Zerstörung, das kriege ich hin. Sobald ihr die Pferde verscheucht und die Wagen angesteckt habt, ist das Signal für Nalados Soldaten, sich die Vorräte zu krallen. Und wenn sich welche von Euraxias Truppen beschweren, springt gerne so mit ihnen um, wie ihr es für richtig haltet. Ich glaube, die Soldaten suchen nach denselben Körperteilen, auf die auch Sumok Fom aus ist. Sumok Fom! Er will den Verräter aus den uralten Sagen über Khunsar Ri wieder zum Leben erwecken. Seit Abnurtarn die Mondsänger dazu brachte, sich an diese Legenden zu erinnern, suchen sie uns immer wieder heim. Doch dieses Problem ist zweitrangig. Zuerst müssen wir Stromfeste beschützen. Ich gehe mich um diese Verteidigungslager kümmern. Richtet Schaden an Fünfkralle. Auf jeden Fall. Na, ich wusste, hier wird es dann gestohlen. Und es ist direkt mehr oder weniger um die Ecke. Sehr schön. Ich sehe nichts mehr. Ich bleibe ja nur noch hängen. So, Moment. Hier müsste irgendwo... Kann ich mit dir noch reden? Ah, Fünfkralle, gerade rechtzeitig. Gamira hat euch gesagt, was zu tun ist, ja? Verscheucht die Pferde und steckt die Versorgungswagen in Brand. Sorgt einfach für allgemeines Chaos. Chaos, so ein wunderschönes Wort. Insbesondere dann, wenn es um diese dummverschmierten euraxischen Soldaten geht. Diese sorgt für die Sicherheit der Freiwilligen, während ihr einen Aufruhr im Lager provoziert. Warum kümmern wir uns nicht einfach um die Soldaten und sind damit durch? Ihr habt doch gehört, was Nalado gesagt hat, ja? Wegen der Freiwilligen? Unsere Miliz besteht aus wenigen ausgebildeten Truppen und vielen wohlmeinenden Zivilisten, die ein Schwert nicht von einer Schere unterscheiden können. Ratet mal, Vertreter welcher Gruppe Nalado auf dieser Mission begleitet haben. Ja, aber mit anderen Worten, ich darf eigentlich auch angreifen, ne? Weil ich kann ja nicht einfach so auf das Pferd hingehen und das verscheuchen. Nee, das ist wieder ein anderes Lager. Ich kann es mal versuchen, dass ich unentdeckt bleibe, aber ich gehe nicht davon aus, dass das klappt. Nicht ganz. Na gut, gehen wir mal zum nächsten. Eigentlich musste ich... Oder? Nee, Moment. Ich muss aber noch was machen. Verbrennt die Wagen. Ah ja, da war doch noch was. Ach komm, das geht mir auf den Sack. Ich mach zwar, was sie sagen. Oh, oder auch nicht. Hallo? So, aber ich darf doch ein bisschen Spaß nebenbei haben, oder? So. Dann gucken wir mal. Das dürfte auf der anderen Seite vom Wasserfall sein. Oh, ich sehe gerade. Da oben ist noch eine Scherbe. Die würde ich auch gerne haben. Komm ich hier durch? Na? So. Die nehmen wir noch eben mit. Und da unten ist das Lager. Kann ich einfach so runterspringen?
Auf! Nein, ich habe keine Lust, hier zu verbrennen. So, nächster Wagen. Kann ich auch. Gut gemacht, fünf Kralle. Sprechen wir da drüben. Machen wir. Wenn sie denn heute noch mal stehen bleibt. Hallo? Wo bist du? Ach, da hinten. Oh. Wenn diese Dummköpfe im Dienste Euraxias richtige Schwänze hätten, hätten unsere Taten bei den Versorgungslagern für Knoten darin gesorgt. Noch eine kleine Sache, fünf Kralle, wenn ihr denn mögt. Diese hätte gern, dass ihr dem seltsamen Kerl namens Catwell helft. Was macht Catwell, wobei er meine Hilfe braucht? Catwell bestand darauf, unsere Sache zu unterstützen. Er hat mit Kleinteilen und Schrott herumgespielt. Er sagt, er hat Fallen gebaut, die die araxischen Soldaten verlangsamen sollen. Wenn ihr so freundlich wärt, dem seltsamen Kerl beim Aufstellen der Fallen zu helfen, damit die araxischen Soldaten sie auch wirklich auslösen. Wo kann ich Catwell finden? Catwell arbeitet entlang der Hauptstraße, die nach Söden aus Stromfeste herausführt. Sorgt dafür, dass er sich nicht selbst in Stücke sprengt, ja? Jetzt muss Nalado in die Stadt zurückkehren, bevor euraxische Soldaten in größerer Zahl eintreffen. Diese will vor Ort sein, wenn die Schlacht so richtig beginnt. Ich gehe und helfe Catwell. So, der ist auch nur ein paar Meter die Straße runter. Sollte eigentlich... Es sieht immer so nah aus und letztendlich ist es doch nicht ganz so nah. Wo hier? Ah, da ist er doch. Nicht reinlaufen. Ich kenne diese Springfallen. Wie schön, euch wiederzusehen. Ich habe euch schrecklich vermisst. Aber passt auf, wo ihr hintretet. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich so wunderbare Mordspielzeuge fertigen kann. Ihr solltet aber eure Zehen davon fernhalten. Mir hat es den kleinen Zeh einfach weggesprengt. Wartet, ihr wusstet nicht, dass ihr Fallen basteln könnt? Ich kann die Laute spielen. Prächtigste Fechtkunst? Meine Spezialität. Ich kann sogar ein exquisites, flambiertes Dädraherz kochen. Aber diese Dingelchen, die Kavum machen, das kam mir gerade erst in den Sinn, als ich darüber nachdachte, wie ich dem Katzenvolk helfen kann. Ich mag das Katzenvolk schon sehr. Ihr habt also gerade herausgefunden, wie man Fallen baut, indem ihr einfach darüber nachgedacht habt? Wäre das nicht erstaunlich? Man beschließt, dass man etwas wissen muss. Und dann manifestiert es sich einfach mit einem Geistesblitz im eigenen Denken. Schokoladensoufflé? Nein, hat nicht geklappt. Wahrscheinlich ist es einfach nur etwas, was ich wusste, bevor sie mir die Rübe runterholten und meine Erinnerungen schön verrührten. So seid ihr ursprünglich gestorben, richtig? Sie haben sich das einfach alles aus meinem alten Körper geholt, ja. Nicht, dass ich mich an die Einzelheiten erinnern könnte. Ist vermutlich auch besser so. Sei's drum. Ihr könnt mir helfen, die letzten paar Fallen entlang der Straße scharf zu machen. Dreht einfach an der Feder und zieht an dem fummeligen Teil. Ganz vorsichtig. Wartet, ich zeige es euch. Ich mache die Fallen entlang der Straße scharf. Um die Falle scharf zu machen, dreht man hier ein bisschen so. Oh ja. Warum war mir das nur klar? Es geht mir gut. Ich habe gedreht, wo ich hätte wackeln sollen. Ich bin nur ein bisschen angesenkt. Warum war mir das nur klar, nachdem er schon gesagt hat, dass er seinen Fuß irgendwie angesenkt hat oder so?
Ach, da muss ich jetzt in die Mitte springen, oder was? Damit man dann auch schön selber drauf geht, oder? Warum ist, wofür ist das gedacht? Jetzt doch wieder da? Nee, hört Catwell zu. Es geschieht schon wieder. Nun, das ist mal ein böse aussehender Ork. Ein Nekromant, glaube ich. Ich erkenne diesen Baum wieder. Sie sind auf dem Weg nach Stromfeste. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich habe schon genug Ärger damit, durch meine eigenen Augen zu sehen, geschweige denn durch Fremde. Ich hoffe mal, dass das nicht zur Gewohnheit wird. Hattet ihr eine weitere eurer Traumvisionen? Was habt ihr gesehen? Den Kopf des Verräters. Ich bin mir nicht sicher, warum wir miteinander verbunden sind oder warum mir immer diese höchst verstörenden Bilder gezeigt werden. Ich sah einen orkischen Nekromanten, grauenhafter Kerl. Er kommt nach Stromfeste und er bringt seine fiesen, untoten Kumpane mit. Der Nekromant ist Sumok Fohm und der Kopf des Verräters, das seid ihr, Catwell. So ein gequirlter Mumpitz, das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Wartet, wartet, mir fällt etwas ein. Der Verräter? Diese irren Priester nannten mich so, unmittelbar bevor sie... Nun, wir müssen das Katzenvolk warnen. Der Nekromant kommt und er bringt Untote mit. Gehen wir zurück nach Stromfeste. Stromfeste mit Katzen voller Tadel und List. Wir sehen uns dort, wenn dem so ist. Ja! Aber der war jetzt gut. Für Königin Oraxia. Boom, alle direkt in die Luft gesprengt. Hier drüben, Fünfkralle. Wir müssen in die Stadt kommen und bereit für die Verteidigung sein. Oraxias Truppen sind auf dem Weg. Catwell hatte eine weitere Vision. Er sah, wie sich der Nekromant Sumok Fum Stromfeste näherte. Mehr Untote? Genau wie beim Außenposten der Verteidigungsstreitkräfte. Gewöhnliche Truppen sind schon schlimm genug, aber dahintrottende Leichname, die machen selbst den erfahrensten Khajiit-Krieger nervös. Wir müssen Garesh Ri warnen. Ist die Verteidigung der Stadt auf diesen Angriff vorbereitet? Fast. Ich wünschte, wir hätten noch einen Tag und einen Rudel Krieger mehr, aber unsere Krallen sind scharf. Tut, was ihr tun müsst und gebt mir danach Bescheid, sobald ihr bereit seid. Wir werden die Stadt betreten, die Straßen räumen und die letzten Verteidigungsanlagen einrichten, ehe wir Garesh Ri Meldung machen. Ich bin bereit, Stromfeste zu verteidigen. Hallo? Sprecher, es gibt Neuigkeiten. Meldung, Kamira. Unter Euraxias Kräften gibt es Nekromanten. Usurpator-Königin bekämpft uns mit Untoten? Fünfkralle! Findet Hauptmann Nalado und warnt sie! Da. Schlagt hart zu! Treibt Euraxias Leute zurück! Fünfkralle hat der Sprecher Befehle geschickt. Stromfeste gehört Königin Euraxia, ihr Katzen! Grabräuberischer Abschaum! War wohl nichts mit der Warnung. Er ist ein neuer Rekrut in Euraxias Armee. Dieser Hass ist immer die gleichen. Dieser muss die anderen warnen. Mach das, ich verteidige hier. Der Nekromant wird jede Leiche in der Siedlung wiederbeleben, doch dieser hat eine Idee. Trefft Samarak im Tempel und vielleicht können wir den Zauber aufheben. Falsche Richtung. Das ist der Nachteil, wenn man andersrum steht, als man das Bild eigentlich ansieht. Dann komm mit. Wir müssen den Zauber nämlich schnell aufheben. Lass dich nicht vom Zombie fressen. Hallo?
Dieser muss Ruhe haben, um sich die Inschrift einzuprägen. Sie vergossen Blut an diesem heiligen Ort. Das tue ich auch. Okay. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, worum es jetzt hier geht, weil das hat er jetzt nicht wirklich erklärt. Aber er muss sich irgendwie die Inschrift einprägen. Auf, oder was? Aktiviert die Säule. Das ist dann wieder draußen, ja? Des Frühlingsmondes. Mal gucken. Er hat mir jetzt eigentlich nicht gesagt, was ich machen soll, aber wenn das da oben steht... Solange der nekromantische Zauber aktiv bleibt, werden die Toten sich weiter erheben. Wollt ihr eigentlich nicht runterfallen? Ihr erhebt euch auch, ne? Das ist. Ist das die Säule? Erledigt die Säule. So, er macht das. Während Samarak das Gebet spricht. Da ist noch was. Der Frühlingsmond hat den Boden gesegnet. Gehen wir weiter zum Sommer. Okay. Gehen wir zum Sommermond. Der scheint aber da unten zu sein. Moment, das war eigentlich ein Weg hier, oder? Ich bin natürlich komplett falsch gesprungen, war ja klar. So. Kommt her, ihr Schergen. Übernehmt die Untot, während dieser die Säule des Sommermondes aktiviert. Was? Yashi. Eine noch. Die Säule des Wintermondes in der Nähe der Karsa-Halle. Komm mit. Ich glaube hier rum, oder? Hier. Nee. Doch, das ist die Säule. Basti, du weißt, dass hinter dir ein Zombie ist. Die Mondsäulen sind aktiviert. Stromfest ist geläutert. Es klappt. Die Toten sind wieder tot. Wartet. Da kommt etwas. Dunkle Monde! Drachen! Wir können nicht gegen Drachen kämpfen. Ja, nicht. Ich schon. Diese wird den Rückzug befehlen. Erbärmliche Kreatur. Flieht vor Kalgronti, ihr unbedeutenden Häppchen. Nein, Stromfeste gehört den Khajiit. Kamira, wählt eure nächsten Worte mit Bedacht. Nun spreche ich jene Worte, die mein Volk hören muss. Wir sind Khajiit. Wir sind die Kinder von Alkosch, die Töchter und Söhne von Jone und Jode. Wir flüchten nicht, nicht einmal vor Drachen. Malokta, erweist euch als würdig. Vernichtet diese Lächer. Steht mir bei, Bewohner Anekinas. Denn ich bin Kamira, Tochter von König Hemakar, eure Königin. Jetzt, Fünfkralle, setz die Balliste ein, um den Drachen zu Boden zu bringen. Mache ich gerne, wenn ich eh drücken dürfte. Ah, jetzt. Nein, jetzt ist mein Barfuß alle. Wollt ihr mich hier veräppeln? Ja, es war so klar. Kein Krieg. Drache ist tot. Ein Hoch auf Königin Kamira. Gut.
gut gekämpft. Oh, sehr schön. Wir haben bewiesen, dass Khajiit nicht flüchten. Auch nicht vor Drachen. Gepriesen sei Kamira, Tochter von König Himarkar und Königin Numara. Bald werden Krempen und ganz Anekina wieder uns gehören. Die Zeit der Usurpatorkönigin geht zu Ende. Darauf gebe ich euch mein Wort als Erbin Anekinas, Tochter von König Himarkar und wahre Königin von Krempen. Wir müssen Pläne schmieden. Kriegsrat, zu mir! Der Sprecher hat recht. Es gibt viel zu tun. Versammeln wir uns in der Karsab-Halle. Das wollte ich ja schon die ganze Zeit, aber ihr redet immer wieder. Hallo? Da. Ihr habt einen Drachen getötet. Eindrucksvoll. Aber lasst es euch nicht zu Kopf steigen. Es war nur einer und nicht einmal ein besonders großes Exemplar. Und es wird sich natürlich niemand an eure Tat erinnern. Sie werden alle über die Rückkehr der Königin sprechen. Ja, irgendwas überschattet immer wieder, ne? Warum habt ihr mir nicht gegen den Drachen geholfen? Ich hatte volles Vertrauen in eure Befähigung, mit der Lage fertig zu werden. Mhm. Es war nicht nötig, einzugreifen und euren ruhmreichen Augenblick zu schmälern. Außerdem sind meine beträchtlichen strategischen Fertigkeiten den Khajiit nützlicher als meine Kampfmagie. Ich überlasse das Gemetzel lieber euch. Wusstet ihr, dass Kamira die rechtmäßige Erbin des Throns von Krempen ist? Ganz ehrlich? Ich hatte keine Ahnung. Kamiras aufrüttelnde Worte waren ja gut und schön, aber es wird mehr als begeisternde Ansprachen und alte Belagerungswaffen brauchen, um meine Halbschwester zu stürzen. Also habt ihr mit Gareshri einen Plan entwickelt, um Euraxia zu stürzen? Nach den jüngsten Ereignissen zu urteilen, ergibt nur ein Vorgehen Sinn. Wir müssen gegen Krempen zuschlagen und meine Halbschwester vom Thron entfernen, bevor sie ihre Streitkräfte sammelt. Doch nehmt zunächst dies, eure Entschädigung für das Aufhalten der Untoten und das Töten eines Drachen. Das wiegt er mit 676 Gold auf, will der mich verarschen. Und wir haben noch eine erfüllte zweihändige Axt erhalten vom Set Gewandlung von Dalok Bre. Meine Halbschwester ist auch weiterhin eine Peinlichkeit für den Namen unserer Familie. Es wird Zeit, sich um Euraxia zu kümmern. Dauerhaft. Dauerhaft? Wir sollen eure eigene Schwester töten? Halbschwester. Und ja, falls es soweit kommt. Euraxia hat Krempen ohne Erlaubnis erobert. Sie unterdrückt die Khajiit, entfesselt Horden von Untoten und geht Handel mit Drachen ein. Wenn wir sie nicht beseitigen, will ich mir nicht vorstellen, was als nächstes kommt. Haben wir die Truppen für einen direkten Sturmangriff auf den Palast von Krempen? Wer hat denn etwas von einem direkten Sturmangriff gesagt? Hier ist List gefragt. Ich würde eine kleine Gruppe vorschlagen. Sie schleicht sich in den Palast, findet Euraxia und entfernt sie vom Thron mit aller nötigen Härte. Sprecht mit Gareshri. Er kennt jemanden, der uns hineinbringen kann. Ich werde mit Fürst Gareshri sprechen. Da ich mein wahres Erbe nun offenbart habe, müssen wir rasch handeln, werter Sprecher. Ich gebe der Prinzessin recht. Die Zeit ist gekommen, meine Halbschwester vom Thron zu entfernen. Königin Tarn. Ich bin schon sehr lange keine Prinzessin mehr. Ihr habt recht, Königin Kamira. Ihr sagt, ihr wisst einen Weg, um uns in den Palast zu bringen, werter Sprecher? Ja. Fünf Kralle, lasst uns reden. Ja, ich würde jetzt allerdings sagen, dass das jetzt so der perfekte Moment ist, um erstmal einen kleinen Cut zu machen. Ich hoffe, dass das ein bisschen länger dauert, um seine Schwester zu stürzen. Deswegen hier erstmal ein kleiner Cut und in der nächsten Folge sehen wir dann den Sturz der Möchtegern-Königin. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.